Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders News Update Video. In diesem Video geht es um den Technomanten und eines seiner vier geleakten legendären Rüstungssets, die man im Endgame freischalten kann. Wer also keinen Bock auf Spoiler hat, der sollte jetzt wieder wegschalten. Ansonsten, wie läuft das Ganze ab? Das ist nämlich das erste von vielen Videos, die ich euch zeigen will. Und ich hatte eigentlich vor, für jede Charakterklasse euch sämtliche Rüstungsteile in einem Video vorzustellen. Da der Technomant alleine schon vier Sets hat, würde das Video, ich hatte es einmal schon fertig, fast 25 Minuten gehen, weil ich alles detailliert erklären wollte. Da mir das einfach zu lange für ein Video ist, habe ich mich entschlossen, jedes Set einzeln vorzustellen. So macht das die Videos deutlich kürzer, teilweise vielleicht nur 5-6 Minuten, vielleicht sogar ein bisschen kürzer, plus minus. Lasst euch da mal überraschen. So strecke ich die Videos ein bisschen auf meinem Kanal und ihr habt jeden Tag neue Informationen. Also wenn ihr zu Outriders im Allgemeinen nichts mehr verpassen wollt, seid ihr bei mir genau richtig. Daumen da lassen, ein Abo da lassen, damit ihr rund um Outriders nichts mehr verpasst. Und wie läuft das Ganze ab? Wie gesagt, vier Rüstungssets alleine der Technomant. Die anderen drei Charakterklassen haben jeweils drei. Also für jede weitere Charakterklasse gibt es dann noch drei extra Videos, für den Technomanten vier. Und es gibt 30 weitere geleakte legendäre Waffen. Auch dafür mache ich noch ein Zusatzvideo. Auch hier splitte ich das Ganze und stelle euch nicht 30 Waffen auf einmal vor. Das ist einfach zu viel. Dann würde das Video locker 20 Minuten gehen. Also splitte ich das in diese einzelnen Waffenkategorien, stelle euch das vor. Und so habe ich auf jeden Fall erstmal eine Menge für euch zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall auf Outriders, auf den Content. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt direkt mal los und starten mit der ersten Klasse bzw. mit dem ersten Rüstungsset vom Technomant. Moment, wir schalten hier um und hier haben wir folgendes legendäres Rüstungsset. Das nennt sich Borealis Monarch, also das Set. Und wir fangen an mit den Stiefeln. Ich erwähne zuerst den Bonus-Buff, wenn ihr mindestens drei Rüstungsteile auf einmal tragt. Und zwar ist das wie folgt. Erhöht den Schaden gegen eingefrorene Gegner um 80% und erhöht nochmals um 10% den kritischen Schaden, den alle Teammates gegen sämtliche Gegner austeilen, wenn man zusätzlich noch die Fähigkeit Cold Snap aktiviert. Das klingt auf jeden Fall schon sehr, sehr geil, wenn ihr diese Charakterklasse spielt. Was haben wir noch? Wir haben auf jeden Fall zuerst die Stiefel. Level 52, Zusatzrüstungswert 26.526. Gehen zur Rüstung obendrauf. Bonus Buff, Anomalie Power 13.800 Schaden, Status Power wird um 20% erhöht und Close Range Damage um 12% erhöht. Jetzt kommen wir zu folgenden Mods. Der Level 3 Mod nennt sich Sharp Eye und der bewirkt folgendes. Tötet ihr einen Gegner, während ihr im Waffenvisier seid, erhöht sich die Feuerkraft um 94.500 für 20 Sekunden und das Ganze kann man dreimal stapeln. Das haut also ordentlich rein. Und der zweite Mod ist Level 1 und bezieht sich auf die Fähigkeit, jetzt muss ich gucken, Cold Snap, und bewirkt folgendes: bei Aktivierung entfernt der Skill sämtliche negativen Statuseffekte und ihr könnt für 5 Sekunden keinen weiteren Statuseffekt dazu bekommen. Und alle Teammates, die sich in eurem Umkreis befinden, bekommen ebenfalls sämtliche Statuseffekte, negativen Statuseffekte aberkannt. Weiter im Text, jetzt kommen wir zu den Handschuhen. Die nennen sich Gloves of the Borealis Monarch. Kann ich mir eigentlich sparen, euch das so vorzulesen. Haut nochmal einen zusätzlichen Rüstwert von knapp 22.000 obendrauf. Bonusfeuerkraft von 16.400. Status Power wird um 23,3% erhöht. Und die Heilrate um 13% erhöht. Welchen Mod haben wir hier? Moment, wir gucken hier, nennt sich Captain Hunter und erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner um 20%. Der zweite Mod ist ein Level 1 Mod und bezieht sich auf die Fähigkeit Cryo Turret. Das ist dieses Gefriergeschütz, was wir aufstellen können. Ich habe leider nicht für jede Fähigkeit die Übersetzung, weil ich zum Zeitpunkt des Erstellen des Videos einfach die Vollversion noch nicht habe und wir einfach noch nicht alles freigeschaltet haben. Das liegt dann einfach daran. So,
Wir haben Fähigkeit Cryo Turret. Geschütze explodieren, bevor sie zerstört werden und machen 43.000, knapp 300 Schaden im Umkreis von 6 Metern. Haut ebenfalls ordentlich rein. Finde ich einen richtig geilen Skill. Und dann kommen wir zur legendären und zum legendären Beinschutz. Wir bekommen eine Zusatzrüstung oder einen Zusatzrüstwert von 23.484, maximale Gesundheit erhöht sich um 4.500, Long Range Damage erhöht sich um 12%, Close Range Damage um 13%. Der Level 3 Mod für, Moment, wie heißt er? Cryo Down bezieht sich auf die Fähigkeit Cryo Turret, das ist wieder dieses Gefriergeschütz, und verringert die Cooldown-Zeit des Geschützes um 50%. Das haut auch ordentlich rein. Und in Verbindung mit einigen anderen Fähigkeiten ist das eine absolut geile Sache. Der nächste Mod ist Level 2. Erhöht den Schaden gegen eingefrorene Gegner ganz simpel um 20%. Als nächstes ist die Körperrüstung dran. Der Rüstungswert erhöht sich um 24.810, Bonusfeuerkraft erhöht sich um 12.300, Long Range Damage um 14%, Close Range Damage um 13%. Und ich glaube übrigens gelesen zu haben, je nachdem was wir selber für ein Level haben, könnte es sein, dass diese einzelnen Werte ein bisschen geringer ausfallen und sich dann, je nachdem welches Level wir eben besitzen, sich auch erhöhen, sollte klar sein. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Cold Snap und nennt sich Icicle Storm. Getötete Gegner, die eingefroren sind, oder wie habe ich es aufgeschrieben? Genau, Gegner, die durch diese Fähigkeiten eingefroren sind und getötet werden, explodieren in einem Umkreis von 5 Metern und verursachen dort 22.220 Schaden. Der Level 1 Mod nennt sich Frostbite, bezieht sich ebenfalls auf die Cold Snap Fähigkeit. Während ein Gegner eingefroren ist, reduziert sich sein Rüstungswert um 34%, solange der Status aktiv ist, also dieser Negativstatus eingefroren zu sein. Und als letztes kommen wir zum Helm. Zusätzlicher Rüstwert 18.235, maximale Lebenspunkte erhöhen sich um 6.027, die Heilrate erhöht sich um 13% und der Close Range Damage erhöht sich um 12%. Level 3 Mod nennt sich Twins, zu Deutsch Zwilling. Ganz simpel erklärt, aber eine sehr geile Fähigkeit. Bezieht sich auf die Fähigkeit Cryo Turret, also das Gefriergeschütz. Wir können zwei Geschütze nacheinander aufstellen und erst wenn wir das zweite aufstellen, startet die Cooldown-Zeit. Sehr, sehr genial. Painful Chill, ein Level 1 Mod, ebenfalls für den Cold Snap oder für die Cold Snap Fähigkeit. Und jeder Gegner, der von dieser Fähigkeit betroffen ist, bekommt nochmal extra Schaden von knapp 30.000. Absolut effektiv. Ladies and Gentlemen, was haltet ihr von diesem Rüstungsset? Ich finde es auf jeden Fall sehr effektiv. Drei weitere Rüstungssets stelle ich euch in den nächsten Videos für diesen Kollegen, für den Technomantheister noch vor. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt. Das war's jetzt von mir. Haut rein und bleibt gesund. Das war's von mir. Ciao.